Hallo liebe Motorsportfreunde, die ersten zwei Rennen der Formel E-Saison sind bereits hinter uns. Es war natürlich sehr spannend für uns, endlich zu sehen, wie sich unser Antriebsstrang im Vergleich zu den anderen schlägt. Im ersten Rennen haben wir uns noch ein bisschen schwer getan, waren nicht ganz da, wo wir uns das vielleicht erhofft haben, aber nichtsdestotrotz ja, sind wir einigermaßen dabei gewesen, haben dann 2 Wochen Zeit gehabt, viel, viel daran gearbeitet, an den Daten, die wir natürlich auch hatten und sind dann deutlich besser in Malaysia angekommen. Das Auto hat sehr gut funktioniert, gerade bei den heißen Bedingungen, glaube ich, dass wir uns gut geschlagen haben. Mein Teamkollege Lukas hat den ersten Sieg geholt in einem chaotischen Rennen. Bei mir ist leider beim Boxenstopp was schiefgegangen, sonst hätten wir vielleicht sogar einen Doppelsieg feiern können. Aber nichtsdestotrotz sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich denke, unser Paket hat viel Potenzial und jetzt freue ich mich auf die nächsten Rennen. Wir werden natürlich weiter angreifen und ich freue mich, wenn ihr uns unterstützt. Danke.